Hi. Hi. Mein Auszug hatte eigentlich den Sinn, die Stimmung zu verbessern. Was ist los? Familienfrühstück? Ja. Ist nicht so prickelnd gelaufen. Ich will nicht drüber reden. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Ich habe heute noch 2 Wohnungsbesichtigungen, beide sehr vielversprechend. Wenn es klappt, können wir uns demnächst ungestört sehen. Morgen, Jessie. Hey. Hey. Gefällt's dir im Hotel nicht mehr? Ich dachte, das ist so ein Nobelschuppen. Ja, kann mich nicht beklagen. Im Gegensatz zu anderen. Oh Gott. Keiner hat mich die halbe Nacht wach gehalten. Ich glaube, er zahnt. Ich geh schon. Gucken, ob man schon Weißerchen sieht. Danke. Und du willst ja jetzt wirklich eine neue Wohnung suchen? Also, falls du doch dein altes Zimmer möchtest, dann sag schnell Bescheid. Ich glaube, Olli sucht schon einen Nachmieter. Jessie, du weißt doch, warum ich ausgezogen bin. Solange du ein Problem damit hast, dass Dana und ich jetzt zusammen sind, ist es besser so. Für alle Beteiligten. Ja, das sagst du so. Wieso? Du warst doch auch damit einverstanden. Naja, ehrlich gesagt hast du das ja einfach so bestimmt. Und ich habe auch keine Ahnung, wie das funktionieren soll mit Dana, Maxi und mir. Besser, denke ich. Besser. Und wie? Wenn Dana ab jetzt dann nur noch bei dir rumhängt, damit ihr dann ungestört sein könnt? Und wie soll ich dann bitte der Tante vom Jugendamt erklären, dass Dana unbedingt Maxi adoptieren will, aber rein zufällig nie für ihn da ist? Was soll das? Dana ist genauso für Max da wie vorher, auch wenn sie jetzt mit mir zusammen ist. Sie macht gerade eine wirklich schwierige Zeit durch. Das weißt du. Und ich glaube, du willst genau wie ich, dass es ihr bald wieder besser geht. Natürlich. Dann sind wir ja einer Meinung. Ich habe dem Kleinen jetzt mal das Zahnfleisch mit einer Kräutertinktur eingerieben. Ich habe zwar keine Rötung erkennen können, aber es kann trotzdem sein, dass ein Zähnchen drückt. Oh, danke. Es scheint ja geholfen zu haben. Den Kleinen seit mindestens 10 Minuten nicht mehr schreien hören. Hm? Ricardo war jetzt ziemlich schnell weg, ne? Ja. Lässt man euch beide mal 2 Minuten alleine, verdrückt er sich gleich. Ist bestimmt wegen der Wohnungsbesichtigung. Ja? Oder denkst du, ich habe hier deinen Liebhaber vergrault? Natürlich nicht. Ich will nur, dass alles gut ist. Zwischen uns. Und zwischen euch. Ja, doch. Ricardo steht jetzt auf dich und nicht auf mich. Schön, es ist anders. Aber es ist so und das kann man nicht ändern. Deswegen muss man uns auch nicht jeden Tag verreden. Zerreden. Das auch. Ricardo und ich haben ja jetzt eine Lösung gefunden. Du ziehst zu ihm in die Wohnung und Maxi und ich können sehen, wo wir bleiben. Hm? Nein, natürlich nicht. Ich bleib bei euch beiden. Schon alleine wegen dieser Überraschungsbesuche vom Jugendamt. Und natürlich nicht nur deshalb. Maxi und du, ihr seid das Wichtigste für mich. Und es wird auch immer so bleiben. Natürlich wird's vorkommen, dass ich jetzt öfters bei Ricardo bin. Aber ich verspreche dir, dass ich immer erreichbar sein werde. Immer, immer, immer. Tag und Nacht. Ein Anruf genügt, okay? Ja, ist gut zu wissen. Bingo! Hallo. Ich hab sie. Du sprichst von der Wohnung, hoffe ich, oder muss ich mir Sorgen machen? Sie ist perfekt. 3 große Zimmer, Altbau mit allem Pipapo. Stuck, echtes Parkett, Südbalkon, ein großes Bad, Einbauküche und das Beste, knapp 200 Meter Luftlinie zur WG. Also, das klingt wirklich zu perfekt. Wo ist der Haken? Kein Haken in Sicht. Die Eigentümerin wohnt im Erdgeschoss. Sie hat Diabetes und wollte schon immer einen Arzt im Haus haben. Und da ich unter, na, ich möchte sagen, Hunderten von Bewerbern der Einzige war, hatten die anderen natürlich keine Chance. Chefarzt, gut aussehend, eloquent, wer kann da schon Nein sagen? Aber was diese Vermieterin angeht, super charmant, sehr gebildet und wahnsinnig gut aussehend. Für ihre 70 Jahre. Okay, noch mal Glück gehabt.
Tut sehr gut, dich mal wieder lachen zu hören. Du, ich habe übrigens mit Jessica gesprochen. Sie scheint jetzt kein Problem mehr mit uns zu haben. Also, mit uns. Sag mal, hast du spontan Zeit und Lust, mit mir auf die neue Wohnung anzustoßen? Was jetzt? Wo denn? Hofgarten-Ecke, Inselstraße. Okay. Ja, ich komme dahin. Ich habe wohl nicht so viel Zeit. Also ich muss gleich noch ins Gestüt. Ich muss Jessica mal fragen. Vielleicht kann sie jetzt schon auf Max aufpassen. Du, ist kein Problem. Ich habe mir sowieso freigenommen. Fahr ruhig zur Arbeit. Hey! Cool, danke. Es ist alles geklärt. Ich komme gleich zu dir, ja? Sehen wir uns. Ciao. Ciao. Hey. Hi, Olli. Hey. Ricardo hat eine Wohnung gefunden. Wir stoßen jetzt gleich drauf an. Super, Glückwunsch. Ach, dann musst du gar nicht zur Arbeit. Nee. Ist es ein Problem? Quatsch. Warte mal, Dana, du, der Babybrei, den du letzte Woche gemacht hast, den fand doch Maxi so lecker. Wie hast du den gemacht? Der steht im Babykochbuch auf der letzten Seite. Okay, bis dann. Genau, das hatte ich nicht ganz so richtig verstanden. Da war es Grieß, ne? Und der erst in Wasser oder gleich in die Milch? Ist ganz einfach. Grieß einfach direkt mit der Milch warm machen. Wasser nur für Haferflocken. Ja, merken. Tschüss. Und Äpfel. Wie viele? Jessie, jetzt stell dich nicht doof an, dass du bist. Soll das jetzt heißen? Nichts. Soll ich vielleicht einfach hier bleiben und dir den Brei kochen? Ach. Quatsch. Amüsiert euch gut. Ich krieg das schon hin. Und wenn nicht, dann habe ich ja hier noch unser Schweinchen Schlau. Okay. Dann ruf an, wenn was ist, ja? Ciao. Einen Kaffee schaffe ich noch, bevor ich zu meiner Schicht muss. Da hast du Glück, dann ist es noch welcher da. Hm? Hey, Kleine, warum willst du denn nicht? Der Brei von Mama 2 etwa besser? Das war irgendwie einfacher, als es noch Fläschchen gab. Dass es an deinen bescheidenen Kochkünsten liegen könnte, schließt du aus? Ich habe das ganz genau nach Rezept gemacht, okay? Aber ich gebe ja zu, dass das meistens Dana kocht und ich die Pampe nur warm mache. Oder liegt's gar nicht daran, dass der Brei nicht schmeckt, sondern hast du noch Aua, hm? Wäre allerdings auch blöd, weil Mama 2 ausgerechnet heute mit dem Doktor abgezischt ist und sich amüsiert. Olli, kannst du mal schauen, ob noch Fencheltee da ist? Ich sehe keinen. Dann müssen wir die beiden wohl doch mal stören. Hi, Jessica, was gibt's? Du, weißt du, ob wir noch Fencheltee haben? Weil da, wo er normalerweise steht, ist keiner mehr. Müsste aber. Guck mal hinter dem Früchtetee, bitte. Olli, kannst du mal hinter dem Früchtetee schauen? Hier ist er. Ja, du, ich glaube, der Kleine hat Blähungen oder irgendwie sowas. Aber den Tee haben wir auf jeden Fall. Oh, dann mal gute Besserung. Warte mal kurz. Falls der Tee nicht hilft, weißt du, wo das Kirschkernkissen ist? Das hattest du doch zuletzt. Keine Ahnung, das ist... Ich glaube, das liegt in meinem Zimmer auf der Kommode. Okay, ja, dann schaue ich mal. Wie macht man das denn warm? Auf wie viel Grad? Ja, keine Ahnung, ist ungefähr Körpertemperatur, ist wie beim Fläschchen. Ja, und wenn noch was ist? Dann rufst du einfach an. Okay, bis dann. Das weiß sie doch alles. Ja, aber du kennst sie doch. Wenn Jessica sich Sorgen um Maxi macht, dann wird sie hektisch. Ich glaube eher, sie macht sich Sorgen, was wir beide so treiben. Dabei hatte ich wirklich gehofft, dass sie die Dinge so akzeptiert, wie sie sind. Das wird schon. Liebeskummer steckt man nicht einfach so weg. Was hältst du davon, wenn wir jetzt ins Gestüt gehen und dann Picknick machen? Ich muss eh noch die Pferde füttern, dann können wir das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Ich bin dann in der Box ganz rechts. Das Kissen hättest du auch alleine gefunden. Warum lässt du die beiden nicht einfach in Ruhe? Deine Terroranrufe, die ändern doch einfach gar nichts. Nicht das Handy von der Mama essen. Das war einfach nur ein harmloses Nachfragen. So, jetzt haben wir Platz. Hallo, ich habe hier gerade dein Handy gerettet. Was der Dank. So, Schatzi, jetzt wird alles wieder gut, ne?
Der böse Onkel Olli muss jetzt zur Arbeit und unterstellt deiner Mama keine fiesen Absichten mehr, ne? Der böse Onkel Olli ist ja schon ruhig. Kleine ist übrigens ganz schön heiß. Witzig, er hat ja auch ein warmes Kissen auf dem Bauch. Gute Besserung, ja? Schön laut schreien, wenn die Mama Ricky und Dana nicht in Ruhe lässt, ja? Schatz. Hey, die Mama hat jetzt nicht mal an Ricardo gedacht, ja? So, die Pferdemörder sind gestopft. Was darf ich jetzt für Sie tun? Bekommt denn Dr. M eher eine Karotte oder Hafer? Definitiv Hafer. Gib mir Energie. Brauche ich die Karotte noch? Lass klingeln. Das könnte wichtig sein. Es könnte auch unwichtig sein. Wichtig sein. Es könnte Jesse sein. Hi, Jessica. Das Fieberthermometer, das im Apothekerschrank? Okay, dann ist auf jeden Fall noch eins bei mir im Nachttisch. Was ist denn mit Maxi? Ja, stimmt, er war den ganzen Tag schon quengelig. Nicht nur Max, auch Jesse. Du, wenn er wirklich Fieber haben sollte, im Apothekerschrank sind die Fieberzäpfchen, ja? Klar, du kannst jederzeit anrufen, wenn was ist. Okay, bis dann. Gib Max ein Küsschen, ja? Tschüss. Klar, du kannst natürlich jederzeit anrufen, wenn was ist. Sie hat sich wirklich Sorgen um Maxi gemacht. Ist dir klar, was das heißt? Sie wird uns jetzt im 5-Minuten-Takt mit blöden Fragen nerven. Selbst wenn sie noch eifersüchtig auf uns ist, dann ist das eben so. Willkommen in der Familie. Na gut. Gut. Ein Gutes hat die ganze Sache ja. Durch die ganzen konstanten Updates müssen wir uns wirklich keine Sorgen um Max machen. Und jetzt sollten wir die kurze Gesprächspause möglichst sinnvoll nutzen. Wie wirken denn diese doofen Zäpfchen? Oh, gucken wir mal, wie viel Temperatur du hast, hm? 39,5. Oh Gott. Ganz ruhig bleiben. Wir zwei schaffen das ohne Mama 2, hä? Ja, wird ja eh viel zu lange dauern, bis die beiden da sind, ne? Oh Gott, aber du brauchst jetzt einen Arzt, ne? Weißt du was? Wir nehmen uns ein Taxi und fahren ins Krankenhaus, ja? Was brauchen wir alles? Untersuchungsheft, Geld, Handy, aber? Oh, so, komm, jetzt fahren wir beide ins Krankenhaus. Komm mit hier. Und die Mama 2, die rufen wir einfach vom Krankenhaus aus an, ja? Komm, wir schaffen das, ja? Und es wird wieder gut, ja? Moment. Wie Moment? Ich muss schon die ganze Zeit. Ich gehe ganz kurz, ja? Und auf dem Rückweg, dann schließe ich ab. Und dann kriegen wir auch keinen unangenehmen Überraschungsbesuch. Okay, das ist ein Argument, aber beeil dich, ja? Dana, Telefon. Oh, nee. Jetzt reicht's. Mailbox? Das glaube ich jetzt nicht. Dana, hast du mich gerade weggedrückt? Ich bin hier gerade im Krankenhaus mit Maxi. Die Ärzte wissen nicht, was ist. Ich mache mir total Sorgen. Also ruf mich zurück, ja? Jetzt sind wir ungestört. Komm her. Wo waren wir stehen geblieben? So wunderschön. Das war schön. Ich freue mich, wenn du endlich deine eigene Wohnung hast. Was ist los? Ich will mir nur schnell was zu trinken holen. Ich hab Durst. Ich hol dir was. Brauchst du deswegen nicht extra aufstehen? Doch, ich mach das gerne. Oh.
10 Anrufe in Abwesenheit. So viel zum Thema in Ruhe lassen. Krankenhaus? Oh nee. Sag nicht, du hast wieder einen Notfall. Was ist los? Jessie und Max sind im Krankenhaus. Was? Was ist denn passiert? Ich hab keine Ahnung. Ich, aber sie muss doch irgendwas gesagt haben. Es ist eine SMS. Bei sowas schickt sie nur eine SMS und ruft nicht mal an? Doch. Sie hat sogar schon vor einer ganzen Weile angerufen. Aber weil ich dachte, das ist unwichtig, so wie vorhin, hab ich den Anruf weggedrückt und dein Telefon auf lautlos geschaltet. Du hast was? Maximilian liegt im Krankenhaus und ich weiß nichts davon, nur weil du mein Telefon auf stumm schaltest. Sag mal, spinnst du?